Gemüse, Obst und Nüsse. Boris Lauser verwendet in seiner Küche ausschließlich vegane Lebensmittel. Doch er verzichtet beim Kochen nicht nur auf tierische Produkte, sondern auch auf traditionelle Zubereitungsmethoden. Bei ihm wird nichts gebraten oder bei hohen Temperaturen gekocht oder gebacken. Denn Boris Lauser ist Rohkostkoch. La Haute Cuisine Cru. Gourmet-Rohkost heißt seine Form der alternativen Ernährung, die sich bewusst vom Cornerfresser-Image distanziert. Was man eben vor 20 Jahren kennt, sind so die herkömmlichen Rohkostbars, wo einfach so geraspelte Karotten, ein paar Kichererbsen mit irgendeinem Salatdressing und sowas zusammengemixt wurden. Und das war halt so klassisch die Rohkost. Natürlich völlig unattraktiv. Was die Gourmet-Rohkost macht, ist jetzt wirklich Spaß reinzubringen und Genuss reinzubringen in die ganze Sache. Aus Zucchini-Scheiben werden Pastaplatten. Heute wird er seinen Gästen eine Rohkost-Lasagne servieren. Die vermeintliche Käsesoße besteht aus Nüssen, Hefeflocken und Knoblauch. 2 Stunden muss die Rohkost-Lasagne in den Dörrautomaten. Hier wird sie auf maximal 42 Grad Celsius erhitzt. Der klassische Backofen dient bei Boris Lauser nur als Abstellfläche. Durch diese minimale Erhitzung bleiben eben diese ganzen Nährstoffe enthalten. Die Nährstoffe sind auch gleichzeitig Geschmacksstoffe. Das heißt, die Geschmäcker kommen viel, viel intensiver raus in der Rohkost. Seit mehr als 4 Jahren lädt Boris Lauser zum Raw Gourmet Dinner, zum Rohkost Dinner in seine Berliner Wohnung ein. 45 Euro zahlen die Gäste für ein 4-Gänge-Menü. Als Aperitif gibt es Birnen-Lavendel-Prosecco. Auch immer mehr Restaurants bieten Rohkost an, so wie das La Mano Verde in Berlin. Ungebackene Himbeerkäsetorte oder vegane Cannelloni non forno mit Zucchini und Walnuss-Bolognese. Zubereitet ohne Kochtopf, Pfanne oder Backofen. Die neue Rohkostküche macht es möglich. 30-40% unserer Gäste sind wirklich Veganer. Die übrigen sind einfach Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern und mal was anderes ausprobieren wollen. Ich nenne sie meine Flexitarier. Auch zu Boris Lauser kommen viele Gäste, die die rohe Küche einfach mal testen möchten. Viele melden sich danach für seine Rohkost-Kochkurse an. Total lecker, also gar nicht, dass man bewusst hat, dass man jetzt gerade irgendwie einfach nur Rohkost isst. Absolut, also ganz köstlich. Experten empfehlen einen Rohkostanteil von 20-50%. Bei diesen Kreationen dürfte das nicht allzu schwer fallen.